Hallo, heute sind wir mal wieder hier im Laden Sportjagd Zubehör. Heute machen wir was über scharfe Waffen. Es geht hierbei heute in diesem Video hauptsächlich um Schmeißer, Schrägstrich Waffenschuhmacher. Waffenschuhmacher ist der Importeur und Schmeißer ist ein Hersteller, die produzieren, wird aber alles über Waffenschuhmacher, zumindest hier in Deutschland, vertrieben. Es gibt ja auch Brennerwaffen. Dazu hatten wir schon mal ein Video, das verlinken wir euch hier oben. Da gibt es jagdliche Büchsen und auch sportliche und auch Flinten. Schmeißer macht halbautomatische Waffen, Langwaffen hauptsächlich und auch eine Pistole. Das ist die Colt 1911 Hugo. Dazu hatten wir auch Videos. Das verlinken wir euch auch hier oben. Heute geht es mal um die Neuigkeiten, was die jetzt in den letzten Wochen, Monaten herausgebracht haben. Das hier ist im Endeffekt ein patentierter Magazinschuh für die ganzen kurzen AR-15, die unter 16,75 Zoll sind, welche dann auch erlaubt sind, auch auf Matches. Die könnt ihr, Moment mal, mittlerweile solltet ihr das wissen, wir haben das schon öfters erwähnt, für Langwaffen, halbautomatische, gibt es eine Magazin-Kapazitätsbegrenzung mit maximal 10 Schuss. Mehr dürfen wir nicht haben. Es gibt dafür Koppler oder auch Verlängerungen für Magpul-Magazine, das hatten wir auch schon mal in einem separaten Video. Aber sowas gibt es jetzt mittlerweile auch für die originalen Schmeißermagazine. Wenn wir diesen Magazinschuh hier unten herausnehmen, können wir den hier einfach da reinschieben. Du musst jetzt von hinten rein. Dann sieht das Magazin so aus wie ein 20-Schuss-Magazin. Wird dann so aussehen. Die Sportschützen und auch die Jäger haben das Problem, dass die keine längeren Magazine nehmen dürfen. Ihr habt halt maximal eine Kapazität von 10 Schuss. Mehr geht nicht. Entweder habt ihr zwei aneinander gekoppelte Magazine oder halt solche Verlängerungen, was dann am Ende schöner aussieht. Das müsst ihr natürlich entscheiden. Muss nicht unbedingt sein. Ist aber nice to have. Dann gibt es mittlerweile auch neue Schalldämpfer. Moment, den Schalldämpfer kennt ihr. Das hier ist der Brenner SD21. Der wird von ATEC produziert, aber für Brenner. Brenner labelt die mit ihrem eigenen Logo. Dadurch ist das im Endeffekt ein Brenner-Schalldämpfer. Den Schalldämpfer können wir komplett zerlegen in vier getrennte Module. Dadurch ist es auch einfacher, den Schalldämpfer zu reinigen. Man kann auch den Schalldämpfer natürlich verkürzen, aber dann reduzieren sich auch die 32 Dezibel Dämmleistung. Dann habt ihr die nicht mehr. Dann habt ihr natürlich dementsprechend weniger. Der Schalldämpfer kann zwar auch schön klein aussehen, aber die Frage ist, was bringt er euch am Ende? Das ist ja aber nichts Neues. Warum habe ich euch den Schalldämpfer jetzt gezeigt? Das hier ist ein Inner Barrel Schalldämpfer. Was bedeutet das? Das Gewinde ist etwas weiter hier drin. Also der Schalldämpfer wird in die Waffe. Es ist besser, wenn ich euch das zeige. Einen Moment. Jetzt haben wir hier eine Brenner BR20, eine Repetierbüchse. Hier können wir den Schalldämpfer draufschrauben, wenn ich die Gewindeschutzmutter einmal abgedreht habe. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Schalldämpfer zusammengebaut ist. Wisst ihr was? Okay, damit es schön aussieht, wir machen es komplett. So wird dann der Schalldämpfer aussehen. Wir haben jetzt nur ein Problem. Was passiert, wenn wir eine Repetierbüchse haben? Auch eine Brenner BR20 gibt es mit Visierung. Oder wenn wir eine andere Waffe haben mit einer Visierung, also Kimme und Korn, dann bekommen wir diesen Schalldämpfer nicht da drauf. Dann benötigen wir einen On-Barrel-Schalldämpfer. Und den hat jetzt Schmeißer auch im Programm oder Brenner.
Also das Haus war von Schumacher. Beide Schalldämpfer kosten um die 329 Euro herum, haben auch die gleichen Eckdaten, werden beide von Artec produziert, also haben beide 332 Dezibel Dämmleistung. Hier haben wir dann dementsprechend kleinere Module. Den Schalldämpfer können wir aber auch verkleinern zur Not. Das ist der SD22. Der Schalldämpfer hier, wo wir im Endeffekt auch ohne Kim und Korn den Schalldämpfer auf die Waffe drauf montieren können, heißt SD21 von Brenner. Und das hier ist der SD22. Wenn ihr euch das nicht genau vorstellen könnt, also der Schalldämpfer, der hier geht weit rein. Der andere Dämpfer, der baut aber direkt auf. Also da habt ihr ein Ersparnis von circa 4 bis 5 cm. Den schrauben wir auch mal hier auf, damit ihr das seht. Übrigens, die Schalldämpfer haben alle das Gewinde 15x1. So wird dann dieser Schalldämpfer aussehen. Der Schalldämpfer ist nur für den Jäger zu gebrauchen. Der Sportschütze darf keinen Schalldämpfer erwerben. Deswegen ist das für euch als Sportschütze uninteressant, dieser Bereich. Aber gleich kommen wir zu einem besseren Produkt, was euch vielleicht mehr interessieren würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr euch das nicht ganz genau vorstellen könnt. Deswegen haben wir jetzt erstmal auf die Waffe den SD21 draufgeschraubt. Und jetzt nehmen wir noch eine separate Büchse mit Visierung, wo wir den SD22 draufschrauben. Dann könnt ihr den direkten Vergleich mal sehen, auch mit der Länge. Scheiße, die Waffen haben eine andere Länge. In diesem Video seht ihr beide Waffen, wo die Schalldämpfer drauf montiert sind. Die linke Waffe ist aber etwas länger als die rechte Waffe. Das könnt ihr hier in diesem Vergleich besser sehen, ohne Schalldämpfer. Und hier sind die Schalldämpfer. Der SD22 ist noch mal etwas kürzer als der SD21. So, jetzt kommen wir auch zum letzten Punkt. Schmeißer hat auch neue Blockmontagen. Es gab ja bis jetzt, oder es gibt bis jetzt die SMP-Montage und auch die USM-Montage. Die SMP-Montage, die gibt es weiterhin. Das ist die mit der Kröpfung. Und die USM-Montage, die gibt es gar nicht mehr. Die wurde jetzt komplett aus dem Sortiment genommen. Wir haben noch ein paar, glaube ich. Die sind aber im Online-Shop. Das sind aber nur noch die Reste. Sobald die weg sind, kommt ihr auch nie wieder nach. Ich zeige euch mal die Montagen. Fakt ist, die Montagen kommen von MAK. Das ist ein anderer Hersteller. Die werden hier in Deutschland produziert. Die haben mehr als 3 CNC-Fräsmaschinen. Also die haben schon eine vernünftige Qualität. Das ist, ich sage es mal vorsichtig, keine UTG-Qualität. Also da habt ihr schon etwas Besseres. Aber auch vom Preis her, die liegen über 300 Euro. Sind keine 70 oder 60 Euro Montagen. Durch diese zwei Hebel könnt ihr die Montage, wo auch das Zielfernrohr eingespannt ist, die schnell abnehmen und auch wieder montieren. Und das Zielfernrohr ist trotzdem wiederholgenau. Den Vorteil habt ihr auch. Hier ist die Wasserwaage. Da seht ihr, ob ihr gerade steht oder nicht. Hier ist das Logo Schmeißer bei MAK. Das nennen die natürlich auch. Was wir auch noch sagen müssen, die Montage heißt nicht mehr USM, sondern die Montage heißt QSM. Ist eine Abkürzung für Quick Sport Mount von Schmeißer. Die gibt es halt ohne Kröpfung und einmal mit Kröpfung. Das ist die Montage ohne Kröpfung. Das hier ist die Montage mit Kröpfung. Den Unterschied könnt ihr hier sehen. So werden die angebracht. Die Kröpfung ist 2,5 Zoll nach hinten. Oder je nachdem, wie ihr das montiert. Aber hier habt ihr halt keine Wasserwaage. Die habt ihr nur bei der. Was man noch wissen muss, die Montagen gibt es einmal mit 0 MOA Vorneigung und auch mit 20 MOA Vorneigung. Die QSM gibt es einmal in 30 mm Mittelrohrdurchmesser und auch mit 34 mm Objektivdurchmesser.
Die QSM-Montage mit Kröpfung gibt es nur für Zielfernrohre mit einem Mittelrohrdurchmesser von 30 mm. Da gibt es auch keine weitere Variante. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.